Lisa Sauermann zu Gast im Mathematikum. Schon zum zweiten Mal nahm am Dienstag die erfolgreichste Teilnehmerin der internationalen Mathematik-Olympiade auf Professor Beutelsbachers rotem Sofa Platz. Die Veranstaltungsreihe Beutelsbacher Sofa im Mathematikum steht für die Kommunikation zwischen Wissenschaft, Mathematik und Öffentlichkeit. Jeweils einmal im Monat wird ein Mathematiker zu einem Gespräch auf das Sofa eingeladen. Bei der internationalen Mathematik-Olympiade, die seit 1959 jährlich ausgetragen wird, gewann Lisa Sauermann 2011 mit der vollen Punktzahl eine Goldmedaille. Zusammen mit ihren Erfolgen aus früheren Teilnahmen führt sie nun den Medaillenspiegel an. Professor Albrecht Beutelsbacher eröffnete das Gespräch mit drei kurzen Fragen. Haben Sie eine Lieblingsfarbe? Ja, grün. Grün, meine Frau auch. Ne? Eine Lieblingszahl? Weiß nicht so richtig. Also als ich klein war, waren 7 und 9 meine Lieblingszahlen. Mhm. Und gibt es irgendwas in der Mathematik, einen Satz, eine Erkenntnis, einen Begriff, der Ihnen ganz besonders wichtig ist? Ja, also es gibt viele, die mir ganz besonders wichtig sind. Und ja, Beispiele sind zum Beispiel EOIP+1=0, weil ich das ganz oft auf dem T-Shirt getragen habe. Genau. Im weiteren Verlauf des Gesprächs plauderte Professor Beutelsbacher mit Lisa Sauermann über das Gefühl, weit weg von zu Hause Deutschland vertreten zu dürfen. Ja, das war natürlich schon toll, so weit wegfliegen zu dürfen und dann da Deutschland zu vertreten und dort diese Klausuren zu schreiben, zusammen mit Leuten aus, weiß ich nicht, knapp 100, also um die 90 anderen Ländern. Und ja, in so einem riesigen Raum haben wir geschrieben, also alle über 500 Teilnehmer im gleichen Raum, das war schon gigantisch. Nee, auch die Aufgabenstellung in den Klausuren der Olympiade war von Interesse. Clara hat 5 Obstsorten und die haben dann auch irgendwelche Namen, also zum Beispiel Banane, Erdbeere, Zitrone, Apfel, Birne. Und sie möchte aus 3 davon einen Salat machen. Wie viele Möglichkeiten gibt es dafür? Man könnte natürlich alle, in dem Fall sind das ja jetzt irgendwie so was wie 10 Möglichkeiten aufschreiben, bei 10 ist es jetzt auch noch nicht so viel, aber es gibt auch irgendwie Aufgaben von dem Kaliber, da kommt halt irgendwie was Dreistelliges raus und dann kommt man schon besser, wenn man verstanden hat, wie man das ausrechnet und nicht einfach blind 1000 Obstsorten und